Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Odinor Shoppen. Eine Sache kann ich euch noch nicht zeigen, Kinderfahrrad kommt morgen, da kommt auch ein separates Video zu, aber ich kann es euch zeigen, weil ich habe ja, nachdem das andere defekt war, habe ich ja mit der Firma geschrieben und wollte eigentlich, in meine erste Überlegung war, ein neues. Also das gleiche nochmal, aber dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und habe mich umentschieden und habe gesagt, nee, das bringt das nicht. Wenn ich das gleiche nochmal bestelle, da ist ja das gleiche Problem wieder, dass unten bei den Pedalen kein Tretlager, kein Kugellager, gar nichts drin ist. Das ist einfach nur eine Metallstange, die durch den Rahmen, also das Loch ist halt so, wie beim normalen Fahrrad auch ist, wo eigentlich Kugellager, Tretlager alle drin wäre. Ja, das ist da, aber hohl. Hohl. Da geht nur die Metallstange durch. Und dann hast du auf der linken und der rechten Seite hast du dann halt zwei so Halbkreise, die so ineinander, also die so ein Pinüppel oben, ein Pinüppel unten ein Loch und der andere halt umgedreht, die du dann halt drauf machst und ranschiebst, da ist ein bisschen Fett dran. Und dann hast du so eine Kappe, also einfach nur so eine Kappe, die halt so rund ist und dann hast du an der Pedale halt so eine Erhöhung und dann schiebst du das drauf und das hält das dann praktisch da, dass es nicht abhaut. Und die Hälfte hat dir gefehlt, also eh so eine Hälfte. Deswegen konnte die Kleine ja nicht weiterfahren, deswegen hat er nichts mehr hingehauen da. Und dann habe ich gedacht, nee, wenn ich das gleiche nochmal bestelle, habe ich ja den gleichen Mooks wieder. Also haben wir einen anderen bestellt, also hat Frauchen nochmal Geld dazu gepackt, weil das ist ein paar Euro teurer. Und da haben wir dann halt, eigentlich wollte es ein Türkises, das Türkise gibt's aber nicht mehr. Ja, da habe ich dieses jetzt bestellt. Ein Cruiser, so wie Papa hat. Und geil ist rosa und da sind Totenköpfchen drauf. Hat ihr auch gefallen, aber die Türkise hat ihr ein bisschen besser gefallen. Das war rosa Türkis. Aber leider ist das, hier ist auch momentan nicht mehr verfügbar, das Rad. Also kommt auch erst wieder. Also war gut, dass ich es so schnell wie möglich bestellt habe. So, dann habe ich hier so ein paar Sachen noch, die ich euch zeigen will. Es ist wirklich nicht der Rede wert, die meisten Sachen. Eine Sache ist wirklich was Größeres fürs Auto. Das machen wir dann zum Schluss, die größeren Sachen. Jetzt kommen erstmal so ein paar kleine Sachen, die ich bestellt habe. Und wirklich alles, was ich euch jetzt, die nächsten Sachen, die ich euch hiervon zeige, das sind alle, boah, da ich bezahlt. Der teuerste war, ich glaube, 3,50 oder 3,95. 3,95, der Stick. So. Ich packe das mal aus hier. Dann haben wir hier das. So. Tuch. Und hier für die Kleine oder die Große. Ohrringe. Oh, jetzt läuft mir hier alles lang. Ey, ist eine Bullenhitze. Ich werde die euch auch alle verlinken. Ich muss mal. Habe ich denn Autofokus drin? Autofokus ist drin, ja. Ja, das sieht man jetzt schlecht. Das ist ziemlich klein. Das sind hier Ohrringe. Also praktisch. Ich hole mal ihn raus. Oh, ich hoffe, dass er mir nicht runterfällt. Das sind Totenköpfe mit Kronen und einen roten Stein. So, das ist praktisch hier so ein. Das seht ihr jetzt schlecht hier. Das ist halt hier so ein. Na komm, Pegel ein. Pegel ein. So, das ist halt ein Totenkopf. Wenn man vorne guckt. Ja, Totenkopf. Und hier oben ist halt da halt eine Krone drauf. Das kann ich euch. Ich werde mal versuchen. So. Und Fokus. Ja, der will das kleine Ding nicht fokussieren. Nicht wirklich. Ja. Ich packe euch ja den Link drunter. Da könnt ihr gerne gucken.
ist denn halt für die Große oder für die Kleine, eine von wen kriegt die denn? Die Kleine denke ich mal eher weniger, weil meine Frau, die mag die Totenköpfe nicht und wahrscheinlich zu groß für die kleinen Ohren. Hinten ist auch eine Kugel dran, deswegen habe ich die bestellt eigentlich, weil da nicht so ein Stecker ist, wie bei den Gesundheitssteckern, sondern eine Kugel. Das heißt, wenn sie drauf liegt, dann piekt da nichts rein. So. So, dann machen wir erstmal das nächste. So. So, das ist Papier. Dann habe ich JSDEE. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber von denen hatte ich ja schon ein paar Mal was geholt, Ketten und was weiß ich alles. Da habe ich hier so einen ganzen Packen Piercings geholt. Die sind auch nicht groß. Ich habe gedacht, für die Nase müssten die eigentlich okay sein, müssen wir mal gucken. Frauchen sagt, die sind zu groß für die Nase, also zu lang. Also ich finde nicht, ne, kann man auch zur Not als Ohrringe nehmen, ja, weil die sind auch platt hinten und zum Drehen und dann halt mit Stein, ohne Stein, ich verlinke die euch. Die kleinen Dinger sind echt blöde zu zeigen, weil die Kleine hat ja jetzt Ohrringe und die kriegt ja dann bald richtige Ohrringe und da habe ich mir gedacht, so was denn halt, oder halt für die Große, weil die ja ein Nasenpiercing haben will, aber das Nasenpiercing, sagt Frau, ist zu groß dafür, also das kann man nicht für ein Nasenpiercing nehmen, sagt sie. Die Frau. Und wenn Frauchen das sagt, dann wird das schon stimmen. Wo habe ich denn jetzt? Ach, hier ist die Tüte. So. Ich mache mal die Schmuckdinger nämlich zusammen in eine. So. Vielleicht blende ich die Bilder auch ein. Ich muss mal gucken, ob ich die bei Amazon kopieren kann. Und dann blende ich die Bilder hier ein, während ich euch das zeige. So. Dann habe ich geholt für die Kleine, weil die letztens im Laden einen Fidget Spinner gesehen hat. Und da habe ich einen Fidget Spinner, für den habe ich so nur 99 Cent bezahlt. Also die sind nicht mehr so viel wert, weil will ja keiner mehr haben. Und da habe ich dann 99 Cent, war der bei Amazon, und habe gesagt, ach, den haust du gleich mal mit deiner Liste drin. Weil den konntest du nicht haben, weil der war schon reserviert für jemanden und die wollte unbedingt so ein Ding haben. Und dann, naja, für 99 Cent kannst du das mitnehmen, halt gedacht. Dann habe ich mir zwei USB-Sticks geholt. Einmal so einen, den kennt ihr, mit 64 GB. Ja, kennt ihr ja, also so vom optischen her, den man so oft drehen kann und so. Da will ich mir Musik drauf machen für das Auto. Also ein paar Diskografien, die ich habe, von meinen ganzen CDs, die ich mir digitalisiert habe. Und ja, weil einige Sachen sind bei Spotify nicht zu finden. Zum Beispiel Heino unter Freunden hatte ich damals das Album geholt und zwei, drei Alben von Santiano und mittlerweile auch ein, zwei Alben von Toxpack und zwei Alben von Troopas waren nicht mehr da. Ich glaube, Bastarde von Morgen war nicht mehr da. Dann war es wieder da und um dem vorzugehen, will ich halt mir einen Stick machen mit meinen Diskografien, wo dann halt und Onkels auch noch drauf ist und Freiwill sind auch nur ein paar bei Spotify, immer nur so ein paar einzelne Lieder, aber da habe ich ja auch Haufen Zeug, dass ich mir die dann alle hier rufballer und dann habe ich da meine Diskografien und dann bin ich da gewappnet und dann noch einen, der, für den habe ich nur bezahlt 2 Euro, ein paar Zerquetsche, knapp 3 Euro und für den 3 Euro noch was, aber das ist auch ein ganz kleiner, niedlicher. Also der ist wirklich nicht groß, wenn ich euch die mal hier nebeneinander halte. Ja, und der soll, ich weiß ja nicht, was der haben sollte. Der ist auch aus Metall. Ach, ist der kleine Schwing. Ach, der hat auch 64 GB. Ganz kleine Ding, kann so an Schlüssel hängen. Ja. Kannst du so die nötigsten Sachen halt mitnehmen, wenn du irgendwas hast, wo du unterwegs bist. Oder wenn du, dass du eh einen Schlüsselbund hast, wenn du sagst zu Hause, ach scheiße, ich muss ja noch was zum Kopieren fahren. Ruf, fertig und du hast immer deinen, der kommt nicht weg, weil er immer am Schlüssel ist. Sozusagen. Aber da werde ich mir wahrscheinlich noch einen anderen holen. Der ist mir dazu 64 GB brauche ich da nicht. Da reicht mir ein 4 GB Stick oder sowas aus. Wenn die mal wieder im Angebot sind, dann greife ich da denn zu.
So, das waren die ganzen Sachen so. Und jetzt kommen zwei teurere Sachen. Jetzt nehme ich erstmal die eine Sache, die unter 30 gekostet hat. Ich habe mich in Arsch gebissen. Ich wollte die das bestellen. Da hat es 24 gekostet. 24 Euro gekostet. Und da, wo ich dann bestellt habe, Moment. So, das war meine Große. Die hat angerufen. Die ist nämlich gerade mit ihrer Freundin unterwegs. Jedenfalls, da habe ich mich geärgert. Das habe ich für 27 gekauft. Aber die hatten es eine Stunde vorher für 24. Da habe ich mir eine elektrische oder digitale Parkuhr gekauft. Ja, die hat hinten auch sowas zum Stellen, dass man da auch von der Innenseite Datum und Uhrzeit sieht. Und da kann man auch irgendwie stellen, wenn die nächsten Tag, nehmen wir mal an, wir stellen uns in irgendeine Straße, wo jetzt keine Parkscheibe verlangt wird, aber ab 8 Uhr bis 12 Uhr. Muss man nicht 8 Uhr runter eine Parkuhrscheibe machen, dann kann man das stellen ab 8 Uhr und dann geht die halt ab 8 Uhr an und zeigt, ey, ich stehe hier seit 8 Uhr und dann hat man halt 9 bis 10 und dann braucht man jetzt um 10 Uhr das Auto wegfahren. Die hat auch, das sieht man jetzt hier nicht, aber hier unten steht jetzt nur das Parkenschild, aber die hat hier auf der Seite, ist auf dem Karton nicht abgebildet, hat die eine E-Nummer. Steht auch hier im Kleingedruckten vom EU-Ministerium für Verkehr, vom Bundesverkehrsministerium, Bundes noch irgendein Minister, keine Ahnung. Jeweils ist es zugelassen. Ich habe auch unsere Politessen hier im Ort gefragt. Zeig hier, guck mal, was ich da vorne drin geklebt habe, weil die klebt schon. Ich wollte unbedingt die kleine schmale und nicht so eine große blaue. Also gibt ja die auch noch einen Grund. Ich wollte die aber so. Und da haben sie gesagt, ja, da ist die E-Nummer drauf, ist alles okay, darfst du verwenden, ist kein Problem. Alles richtig gemacht. So, dann habe ich für mein Auto ein Android-Radio geholt. Den Link werde ich euch auch reinpacken in die Videobeschreibung. Habe ich bei eBay gefunden für 200 noch was, schmaler Taler. Also sollte eigentlich 270 kosten und dann hatte ich irgendwie vom Verkäufer irgendwie einen Rabatt gekriegt, weil ich mir das eine Beobachtungsliste gemacht habe, einen Preisvorschlag gekriegt, 10 Euro weniger und dann von eBay kam dann den Tag, wo ich es bestellen wollte, auch nochmal eine E-Mail, dass ich irgendwie ab so und so viel einen Gutschein habe, wenn ich was kaufe bei eBay, ich glaube ab 50 Euro, ich weiß aber den Gutscheincode nicht mehr, habe ich halt, waren 12%, 10%? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas Rabatt und da habe ich jetzt anstatt 279, 251 oder so bezahlt für mein Android-Radio. Hat auch ein großes Display. Ich packe euch den Link drin. Kauft es nicht, ist scheiße. Also nee, scheiße ist es nicht. Es ist, wenn man das nicht braucht, was ich brauche, dann ist es okay. Ja, es startet schnell und funktioniert, aber man kann sich keine Apps auf dem Homescreen machen. Also man hat halt Navi, Radio, Medienwiedergabe, also wenn man einen Stick anschließt, das hat man alles auf der Hauptseite, kann man schnell klicken, große Icons. Aber wenn man jetzt zum Beispiel wie ich, Spotify, ich höre fast nur Spotify, ja, man kann keine App nach oben packen, man muss immer auf Apps und dann muss man runterscrollen, das ist nervig. Und Google Assistance geht nicht, Google Maps geht nur, der Tagmodus, mit Umwegen kannst du halt den Nachtmodus aktivieren. Nicht, wenn du Google Maps aufmachst, dann ist es immer taghell. Aber wenn du dann sagst, wohin navigieren soll, dann geht der Nachtmodus rein. Das kann man einstellen, aber generell den dunklen Modus kannst du dann nicht einstellen. Geht nicht. Google Assistant funktioniert gar nicht. Also funktioniert mit Taste drücken, aber nicht, hey Google. Muss aufpassen, nicht, dass mein Handy anspringt. Und die Wiedergabe, also es klappt nicht, dass ich meine Tasten vom Lenkrad vernünftig belegen kann mit was anderem. Ja? Also ich habe jetzt zurück und Homescreen und so gemacht, aber bei meinem alten Radio, jetzt soll 6 GB RAM haben und 128 GB internen Speicher. 128, ja, die 6 GB RAM kriegst du nicht mit. Kriegst du nicht mit. Also da ist teilweise mein altes schneller mit 3 GB RAM oder was das hat. Ich weiß es gar nicht. 2 GB, 3 GB, bin mir nicht sicher. Aber das passt ins neue Auto nicht rein. So. Und das ist halt sehr nervig. Bei meinem
alten konnte ich am Lenkrad vom Auto auch die Einstellung machen und da konnte ich so ja sagen, welche App hier gestartet werden soll, beziehungsweise habe ich dann Google Assistance gemacht. Habe ich dann Knopf und dann ging der Google Assistance an und dann konnte ich, weil ich habe der Teil auf den Mute-Knopf gemacht, das einmal drücken, Mute, gedrückt halten, geht der Assistance an und kann ich ihm was sagen. Radio wird leiser, ich kann ihm was sagen, dann macht er das. Weil, wenn wir längere Strecken fahren, ich möchte nicht immer auf den Bildschirm gucken und da hat er ein neues Lied oder weiter oder was weiß ich, das kann ich ja auch teilweise am Lenkrad machen, aber ein neues Album oder was weiß ich. Und so habe ich einfach den Assistance gedrückt, sage, mach Spiel auf Spotify Santiano. Ja, das Santiano gespielt. Spiel auf Spotify. Ich hoffe, die alte Datei ist noch gerettet, weil das ist ausgegangen. Ich habe nicht so schnell. Das ist der Akku, der so ein bisschen doof ist. Da stand noch 14% und dann ist auf jeden Fall jetzt ausgegangen. Naja, egal. Jedenfalls kann ich dann sagen, halt, spiele Santiano Haitabu auf Spotify. Dann spielt er das auf Spotify oder auf, wenn ich sage YouTube Music, spielt er auf YouTube Music oder auf Amazon Music, spielt er das auf Amazon Musik. Kann ich denn halt so. Und dann brauche ich halt nicht drücken, nichts machen. Ich kann konstant auf den Verkehr gucken. Ja, und das geht jetzt hier nicht. Da müsste ich einen Knopf drücken. Und selbst dann macht der Google Assistant nicht das, was er soll. Zusätzlich hat mein Auto hat eine Einparkautomatik. Also kann ich drücken und dann parkt er automatisch ein. Ich habe den Verkäufer vorher kontaktiert. Habe gefragt. 360-Karat-Kamera, geht die? Einparkassistent, geht die? Spotify, geht das? Google Assistant habe ich nicht gefragt, war mein Fehler. Aber da rechnet man ja nicht, dass das nicht funktioniert. Und der dunkle Modus habe ich auch nicht damit gerechnet, dass das nicht funktioniert. Aber die drei wichtigen Sachen habe ich gefragt und wurde mir gesagt, funktioniert mit diesem Radio. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Nur DB Plus funktioniert nicht mit der Originalantenne vom Auto. Da gibt es einen Adapter für dieses Radio. Und wie bei den meisten Android-Radios, weil da sind die Stecker vom Werk her nicht kompatibel, was sehr schade ist. Aber naja, okay, nimmt man in Kauf. Muss man dann halt nochmal eine Antenne nachrüsten, die halt meistens nicht so gut sind. Aber da reicht das normale Radio aus. Und ich höre sowieso nur Spotify. Deswegen habe ich da schon Rücksendung gemacht. Ich haben sie gebeten, ob ich das bitte, ob ich das bitte rückgängig machen kann. Und die haben sie mir heute Updates geschickt. MTU und OSD und was weiß ich. Das Bild für das Nissan-Logo, dass ich das am Starten habe, das haben sie mir vorher schon geschickt. Das ist nämlich auch hier nicht hinterlegt. Das muss man mit dem Bild hinterlegen. Ganz komisch. Und jetzt habe ich denen schon geschrieben, dass ich damit immer noch nicht zufrieden bin. Ich habe Updates gemacht. Ich habe es mehrmals zurückgesetzt heute. Es funktioniert immer noch nicht. Also werde ich es zurücksenden. Ich habe auch Fotos vom Radio, hatte ich im Stream schon gezeigt. Ist wirklich schön großes Display und so. Sieht auch alles gut aus, aber es so wie es ist, bringt es mir nichts. Ich möchte auf dem Homescreen meine Apps hinterlegen. Ich habe zwar drei verschiedene Skins, die ich wählen kann. Da kann ich oben so ein Stern ist da, kann ich drücken. Und jedes Mal, ich mache WLAN an und jedes Mal, wenn ich das Auto starte oder das Radio einmal ausgeht und wieder angeht, jedes Mal muss ich WLAN wieder anmachen. Bei meinem alten Radio habe ich meine Einstellung gemacht und dann waren die so drinne. Und wenn ich nach 3 Tagen, nach einer Woche, nach einem Monat ans Auto gegangen bin, habe es angemacht, ist das Auto angegangen, ist das Radio angegangen, WLAN war gleich mit an, weil ich gesagt habe, dass es an sein soll, war gleich beim Start mit an. Und ich konnte dann natürlich, habe dann hier schon auf dem Weg zum Auto hier im Hotspot angemacht, habe mir ins Auto gesetzt, brauchte nur anmachen, hat sich gleich verbunden, Spotify geht an, also letzte Anwendung geht an, geht gleich Spotify an, hat gar nicht so lange gedauert und dann ist auch weitergespielt, was ich gehört habe. Hier bei dem muss ich WLAN anmachen, da muss ich warten, bis Spotify bereit ist. Das ist nicht gleich am Anfang bereit, das braucht eine ganze Weile. Da bin ich von hier bis in eine Stadt zum Einkaufen gefahren und dann ist es bereit. Also das ist so um die 5 bis 10 Minuten dauert das, bis das für Spotify bereit ist. Und das ist für mich, nö, das kann nicht sein. Das kann so, das soll 6 GB RAM haben. 6 GB. Deswegen sage ich, kann ich euch zu diesem Radio, ich mache es auch in die Beschreibung,
und die anderen von der Firma, die sind ja genauso aufgebaut, kann ich euch nicht empfehlen. Also nicht in dieser Zusammenstellung und nicht so. Das geht nicht. Das ist, wenn ich ein Radio drin habe, dann mache ich, wenn ich das Auto angeht, ist Android. Klar, brauchte kurz zum Hochladen, aber so lange hat nicht mal mein altes Radio gebraucht und das hat weniger RAM gehabt. Dann soll das angehen, dann soll die letzte, hier geht immer das Radio an. Immer! Man kann auch nichts einstellen, dass da gemerkt wird, ey, das letzte Mal war Spotify an. Gehen wir Spotify an. Machen wir Spotify an. Geht nicht. Ist nicht zu machen. Immer geht Radio an. Dann muss ich runterziehen, WLAN anmachen. Wegswipen. Dann muss ich erstmal warten, bis das halt verbunden ist. Das dauert auch ziemlich lange. Dann kann ich auf Spotify gehen. Dann ist ein schwarzes Bild bei Spotify. Dann, obwohl ich gesagt habe, hier, der kann sich auch Sachen runterladen und was weiß ich. Dann muss ich eine Weile warten, bis Spotify dann bereit ist. Und dann geht das. Also, das ist nicht schön. Mag ich so nicht. Das geht so nicht. Und das wird zurückwandern. Also, das geht nicht. Das ist, also für 6 GB ist mir das zu lahm. Und die Einstellungen, die ich brauche, gehen nicht. Vor allen Dingen auch, also der Assistance und ganz wichtig, ich habe ja gefragt, die Einparkhilfe funktioniert nicht. Und auch keine Kamerataste. Hatte ich auch nachgefragt. Es ist keine Taste da. Man kann unter K-Optionen Frontkamera aktivieren. Dann hat man so eine Art Wasserzeichen auf dem Desktop und da kann man raufdrücken und dann geht die 360-Grad-Kamera an. Beziehungsweise, weil ja nicht Rückwärtsgang ist, ist im Großformat die Frontkamera. Ich komme aber aus diesem Menü dann nicht mehr raus. Ich muss dann um die 10 Minuten warten, bis das Radio dann mich aus dieser Funktion rausgeht. Egal, ob ich schon weitergefahren bin oder noch da parke, das dauert 10 Minuten mindestens. Und sonst komme ich da gar nicht raus. Gar nicht. Also mit Tasten drücken zurück geht gar nichts. Parkassistent funktioniert auch nicht. Jetzt habe ich mir auf mein Lenkrad versucht, da was zu machen. Hat auch nicht so wirklich funktioniert. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich da dann halt erstmal blockiert bin und dass da nichts geht. Und du hast nicht mal. Und dieses Wasserzeichen zum Andrücken der Kamera oder diese App, die ist nicht sichtbar. Die finde ich nirgendwo. Die soll es aber eigentlich irgendwo geben. Und wenn ich dieses Wasserzeichen unter K-Optionen das anmache, dann das mit so Wasserzeichen mit Kamera draufdrücke und das angeht, wenn ich das Auto ausmache und wieder anmache, dann ist es weg. Da muss ich wieder Einstellungen, K-Einstellungen, dieses Setup, in dieses Untermenü, Frontkamera an. Speichern, zurück. Ich bin doch nicht bescheuert. Nee, das hier zurück. Da können sie auch von niederspringen. Da wird was Besseres geholt. Vielleicht war doch ein bisschen zu wenig. Obwohl für mein Android-Radio, für das Auto habe ich auch nicht mehr ausgegeben. Und das läuft super. Mit einer älteren Android-Version. Hier ist schon Android 12 drauf. Aber irgendwie, das macht so überhaupt keinen Spaß. Also das macht keinen Spaß. Also, das geht zurück und fertig ist. So. Zum Fahrrad werde ich dann auch nochmal ein Video machen. Vielleicht auch ein Video, wie ich es aufbaue oder zusammenbaue. Das hat euch ja letztens auch so gefallen. Ich muss mal gucken, ob ich das zeitlich alles schaffe. Und dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich habe ein bisschen viel über das Radio mich ausgelassen. Entschuldigung, aber ab und zu muss man so ein bisschen rummotzen. Wie gesagt, ich packe euch den Link runter. Kauft dieses Radio nicht. Kauft auch kein anderes von der Firma mit diesen Android 12 Dingern System für euer Auto. Dann habt ihr genau die gleiche Scheiße. Weil die Radios sind alle gleich. Von denen. Das ist halt nur, dass das sich vom Modell Unterschiede. Das ist scheiße, das ist kacke, das wollen wir nicht. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi, sagt euer Odin.